Hallo und herzlich willkommen zu Let's Noob Hearthstone Folge 16 und schwupp rein ins Spiel. Noch ist die Saison nicht vorbei, noch können wir was reißen. Gewertetes Spiel. Es kann auch sein, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt im Vorfeld aufnehme, aber es kann auch sein, dass in den November rein noch Spiele aus der Saison Oktober kommen werden. Anduin gegen Ute. Bei diesem Format. Das Licht wird den Sieg bringen. Ja, das befürchte ich, dass du ehrenhaft kämpfen wirst. Das ist ja gerade das Problem. Besser wird's nimmer. Also wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich einfach sehen. Inwieweit ich jetzt quasi Hearthstone wieder verfallen bin und entsprechend halt eben, ne, jetzt im Vorfeld aufnehmen. Müssen wir einfach mal gucken. Ist gut, Junge, ist gut. Wenn es dich glücklich macht. Wenn es dich glücklich macht. Ich habe jetzt natürlich keine Kreatur auf der Hand, die ich ausspielen kann. Das ist blöd. Ja, genau das habe ich befürchtet. Komm schon. Nun. Denn. Was soll's? Erstmal ein bisschen das Leben oben halten und ihn runterhauen und dann schauen wir mal. Das Dingo! Ja. Du nicht kriegen, Kerze! Ja. Gut. Ihn weghauen, hier heilen. Fertig. Ich bin jetzt halt recht offen, ne? Das ist halt blöd. Wenn er jetzt was mit Ansturm spielt, dann ist so. Aber was soll's. Wir werden sehen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Merci, ihr habt's befürchtet. Ich hasse Geheimnisse. Tja, nun, ne? Jetzt ist zumindest deine Waffe weg. Das ist schon mal etwas. So, jetzt müssen wir mal schnell kicken. Gucken, 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 gucken. Lump. Dass die mal weg ist. Die macht mehr Schaden. So, denn jetzt hätten wir natürlich das Sturmlanzenkommando spielen können. Ich bin ja auch blöd. Was soll ich denn mit Machtwort Schild? Oh. Ja, liebes Spiel, das bringt so nichts, ne? Das bringt nichts. Ich hasse Geheimnisse. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Was du läutern willst, ist mir ehrlich gesagt total egal. Sind wir hier? Wie viel verursacht der zwei Schaden? Ja, du hast ein riesiges Gewehr, das ist okay. Das war's. Gedankenkontrolle. Er bräuchte jetzt beide, um den platt zu machen. Wenn er ihn platt machen will, heißt das natürlich. Mich trollen oder so?
Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Wir wollen jetzt mal nicht meckern. Wir meckern nicht. Ich bin bereit. Runter! Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Ich reg mich jetzt nicht auf. Ich versuche mich nicht aufzuregen. Reg. So. Nun denn, mein lieber Uta, was willst du tun? Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Muss schauen, dass ich den Herr der Arena rauskriege. Das tut so weh, das tut so... Oh. Die Tore sind geöffnet. Ja, Bulle, dass die geöffnet sind, das weiß ich allerdings auch. Jetzt warte mal, ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwas rausnehme aus dem Spiel. Ich bin bereit! Bestenfalls ihn. Weil er kriegt den jetzt nicht down erstmal. Und er muss jetzt erstmal den Herr der Arena angreifen. Boah, ey. Das ist doch unschön. Wahrscheinlich brauche ich Schattenwort-Tod. Brauche Schattenwort-Tod, weil es dauert noch 2 Züge, bis ich, sag schnell. Gedankenkontrolle spielen kann. Wobei Gedankenkontrolle in diesem Fall natürlich auch sehr schön wäre. Joa, nun. Bis ich Gedankenkontrolle spielen kann, bin ich tot. Ich wollte Gedankenwort Tod, Schattenwort Tod, nicht Schattenwort Schmerz. Wenn nicht, geht das? Kein gültiges Ziel. Ich muss jetzt noch ein Zug am Leben bleiben. Dann habe ich 10 Mana. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Er bringt ja nichts. Ich krieg nix. Bring mir was, mein liebes Deck. Bring mir was, irgendwas. Was? Au. Stellt eurem Helden jedes Mal 2 Leben wieder her, wenn er angreift. Was will der noch an Leben her? Also. Ich muss nur. Ah, das ist so dermaßen unschön. Ah, super. Das war's. Problem ist, er macht mehr Schaden als ich. Ach, scheiße, ich hätte nochmal angreifen können, ne? Das ist vorbei. Wäre auch so oder so vorbei gewesen. Also, auch wenn ich ihn nochmal angegriffen hätte, wäre es vorbei gewesen. Ihr könnt keine Sterne verlieren, dann wenigstens etwas. Auf Stufe 20 Gedankenschlag golden. Ja, das wäre eine schöne Sache. Eine sehr schöne Sache, aber gut. Tja, so ist das, ne? Wie gewonnen, so zur Runde. Das letzte Mal haben wir gewonnen. Dieses Mal haben wir haushoch verloren. Nun, es kommt halt auch immer drauf an, welchen Gegner man erwischt. Aber gut.
Wir wollen mal nicht maulen und ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Tag, schönen Abend. Man sieht sich in der nächsten Folge oder in einem anderen Video. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.